Wir haben hier den ehemaligen Koordinator der AG Drogen- und Suchtpolitik hier. Das war mal von den Piraten, aber ist, ich sag mal, offen für andere Parteien. Aktuell ist er aktiv im Bündnis LOS, also Landkreis Oder-Spree. Wollte sich auch im Kreistag wieder engagieren. Leider jetzt mehr oder minder ungewollt im Ruhestand, aber er lässt es sich nicht lumpen und trotzdem die aktuelle Drogenpolitik zu kritisieren. In diesem Kontext bitte einen großen Applaus für Andreas Grötsch! Schön. Jetzt an? Jo, schönen guten Abend. Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Und ich habe mir mal meine alten Reden von den letzten Jahren reingezogen. Und da ist eine dabei, da habe ich leichtfertig davon gesprochen, hier auf der Bühne eine Bonk zu rauchen, wenn die ganze Gesetzesnummer durch ist. Ne? Aber würde ich mir jetzt gar nicht trauen. Man muss ja gucken, ob hier nicht ein Kindergarten in der Nähe ist. Kennt ihr hier einen Kindergarten? Ja? Hier, das rote Gebäude zum Beispiel. Das ist so ein Kindergarten. Wenn ich das lese, was die Kollegen mir sagen, die einen Cannabis-Social-Club aufmachen wollen, ab 1. Juli können sie eine Erlaubnis beantragen, aber das Land Berlin hat es nicht auf die Reihe gekriegt, eine Behörde zu benennen, die dafür zuständig ist. Das ist doch ein Witz für Berlin, oder? Ja, ich meine, Bayern ist auch nicht besser. Also da plant jemand einen Cannabis Social Club und die Gemeinde setzt einen Kinderspielplatz daneben. Ne? Da gibt es ja die Nummer. Der Söder will da mobile Kinderspielplätze erfinden, damit die denn stundenweise immer von den Clubs auftauchen, damit die keinen Mietvertrag und keine Genehmigung kriegen können. Ja? Ach, na ganz toll, Führerscheinproblematik. Ne? Ich habe gedacht, ja, kannst auf der Parade vielleicht heute was naschen und kannst entspannt nach Hause fahren, kann nichts passieren. Ne? Ja, haben so beschlossen. Ja? Grenzwert 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Ein super Ding. Ja? Aber wann tritt denn endlich in Kraft? Frage ich mich. Ja? Die CDU schäumt schon dagegen und sagt, das riskiert die Sicherheit im Straßenverkehr. Ja. Bundestag und Bundesrat haben schon zugestimmt. Das ganze Ding liegt bei Steinmeier zur Unterschrift. Und ich muss sagen, Steinmeier, was dauert denn da so lange, einen Stift zu finden? Ne? Der soll endlich mal seine Arbeit machen. Ja. Es hieß, bis zum Sommer ist es vorbei, aber der Sommer ist auch bald vorbei. Also Steinmeier gibt Gas, ne? Ja. Ah ja, ist fast wie eine Satire schon. Ne? Nächste Ding, was sind denn Stecklinge? Ja? Im Gesetz steht eben drin, was ein Steckling ist und was Cannabis ist. Und deswegen ist ein Steckling Vermehrungsmaterial, kein Cannabis und wird von dem Verbot nicht erfasst. Aber der Zoll denkt, sobald Wurzeln dran sind, ist das kein Steckling mehr. Aber die Fachleute tun sich auch damit sehr schwer, ja. Da gibt es diese Einteilung, es darf keinen Ansatz von Blütenständen oder Fruchtständen haben. Wie sieht denn der Ansatz aus? Ich glaube, ich habe Lauterbach mal angeschrieben, ich warte auf die Antwort heute noch. Ja. Naja gut, wie kommt ihr denn klar mit eurer begrenzten Erntemenge? Ja. Schön alles kompostiert und der Bioanlage zugeführt. Ja, und dann muss ich eigentlich eine Bundespolitikerin einer mir nahestehenden Partei gibt dann folgendes kund. Die Erntemenge wäre zu hoch, da es zu gefährlich wäre. Also ich weiß nicht, was die vorhat. Hat die ein Erntefest vor, wo man sich die Jahresmenge in eine Tüte packt und sich dann ein Riesending macht?
Das ist doch realitätsfremd. Ja. Im Moment gibt es ja so einen Boom auf diese privaten Cannabis-Rezepte. Ja, da schießen sich ja im Moment gerade ein, wie kann denn das sein, dass Online-Ärzte einfach so ein Rezept ausstellen. Ne? Aber bin mal ehrlich, bei Opiaten habe ich das noch nie irgendwo gelesen, dass sich irgendeiner Gedanken macht, wie können die Ärzte eigentlich so leichtsinnig bei allen Wehwehchen Opiate als Schmerzmittel verabreichen. Ne? Auch so eine Nummer, ja. Also man befürchtet, dass ein Bandenkrieg aus Niederlande hier rüber schwappt, weil sich die Drogenbanden dann um den Markt streiten. Und mit einer Möglichkeit wollen sie den Leuten noch erzählen, das könnte bei Cannabis noch genauso passieren, ja. Ja, und dabei gibt es eine ganz einfache Lösung. Die Legalisierung von Drogen und dann ist die ganze Geschichte mit dem Schwarzmarkt, mit den Banden, ist dann vorbei, ja. Also genauso wie sie immer in die Hose machen mit ihrem Kokain, ne? Ja? Und dann lieber die Bauern abbrennen. Aber man könnte ja auf den Gedanken kommen, einfach mal zu sagen, ich legalisiere den Coca-Tee. Dann habe ich was, was die Leute anbauen können, was sie verkaufen können, wovon sie leben können. Und Coca-Tee wirkt ähnlich wie ein starker Kaffee. Ja? Oder ein schwacher Kaffee. Auch nicht so einfach, ne? Ist die Geschichte mit den Clubs, mit den Cannabis Social Clubs. Ich kriege ja mal so ein bisschen Werbung von allen möglichen, also weiter Finanzinvestoren inzwischen sozusagen schon anklopfen und sagen, ich finanziere diesen ganzen Club und so. Also wir hatten uns ja eigentlich vorher Jahre Gedanken gemacht, wie könnte sowas aussehen. Also haben wir eher an geselliges Vereinsleben gedacht, ne? Dass man gemeinsam quatscht, gemeinsam konsumiert, gemeinsam anbaut. Aber ja, hat ja dieses Gesetzgeber so nicht zugelassen. Ne? Ja. Aber ich frage mich immer noch, wie sollen die Clubs eigentlich die Qualität von ihrer Ware feststellen, wenn sie nicht mal konsumieren dürfen in ihren eigenen Räumlichkeiten. Ne? Also bei irgendeinem Winzer oder Bierbrauer möchte ich das erleben, dass der Staat da kommt und sagt, ja, aber gesoffen darf hier nicht. Ja. Jo, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch alles Gute und wäre nett, wenn ihr mich zum nächsten Jahr wieder einladen könntet, vielleicht unter anderen Voraussetzungen. Hey? Macht's gut, Leute. Tschüss. Applaus für Andreas Krötsch.